Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch, ja, zu einem neuen Unboxing. Ich habe zu Weihnachten von Merima den Echo Show 8 bekommen. Jetzt mischte ich mein Fire TV ein. In der zweiten Generation. Wartet mal, ich mache euch mal was höher, damit ihr das besser sehen könnt. So. So. Jetzt solltet ihr den eigentlich vernünftig sehen können. Ja. Hoffe ich doch. Der Bildschirm ist ein bisschen schräg, ich sehe jetzt nicht viel. Also es ist die zweite Generation. Bei dem geht auch Videotelefonie. Und Merima hat mir erzählt, der hat irgendwie eine Gestensteuerung, dass man halt machen kann und so. Ich werde nachher auch noch ein Video machen zum Echo Show 5 in der dritten Generation. Der kommt dann bei mir ins Schlafzimmer. So, aber jetzt machen wir erstmal zu dem. Ich bin mal gespannt, wie der aufgebaut ist. Ich habe ja schon den Echo Show, aber in der... Och, jetzt nicht, Alexa. Echo Show 8 in der ersten Generation. In der ersten Generation. Der hatte noch nicht so viel. So. Aber ich liebe es. Also Amazon, muss ich echt sagen, beim Auspacken haben sie sich hier wirklich Gedanken gemacht. So. Seht ihr das? Und da haben wir hier wie so eine kleine Tasche. Dann haben wir die Stromkabel. Hier im Karton haben wir dann noch Hello. Und haben wir denn noch was drin? Eigentlich dürften wir nichts mehr drin haben. Nee. Der wird den in der Küche ersetzen. Na komm doch her hier. Hoppala. Alles wieder zusammenzukriegen, das ist immer natürlich ein Akt hier. So, jetzt aber. Dann können wir das von oben. Nee, können wir nicht. Ach, doch, können wir. So. Mit ein bisschen Gewalt geht das schon. So, dann haben wir einmal ein Stromkabel hier mit bei. Ja, ganz normal, kennt ihr ja. Dann haben wir zwei Heftchen mit bei. Einmal steht Hello. Hallo, bonjour. Erklärung. Deutsch ist Seite 7. So. Hier steht aber auch alles nur, dass man das Aktivierungswort in der Alexa-App machen kann. Mikrofon und Kamera stumm schalten, dass hier die Knöpfe dafür da sind. Das ist, da ist der Strom. Also das ist eigentlich selbsterklärend. Also im Prinzip braucht ihr das Heft nicht. Das macht man alles über die Alexa-App. Und den größten Teil stellt er sich eigentlich alleine ein. Wenn er hier im Home-Netzwerk registriert wird. Oder merkt, wo er gerade ist. Hier sind auch die Bandbreiten nochmal mit 5 GHz und so. Weil, der ist ja jetzt neu. Ihr seht ja, der ist ja verpackt. Wenn ich den jetzt anschließe und praktisch auf mein Home-Netzwerk mache, dann wisst ihr schon, wo der hier ist. Ja, das ist, weil ich ja meine Geräte bei Amazon ja auch schon registriert habe. Oh. Ja, mein letzter war ja weiß. Schwarz sieht aber auch ganz edel aus. Ja, hier sehe ich schon, hier ist ein Unterschied. Hier ist die Kamera da. Tasten sind gleich. So. Ja.
So. Und jetzt können wir gleich mal gucken. Ich habe ja meinen Standfuß von meinem Weißen mitgenommen. Ob der passt vom erste Generation? Jo. Hoppala. Der passt. So. Also den könnt ihr dann weiterhin benutzen. Weil ich habe die nicht so gerne direkt hier auf dem Stoff, auf der Arbeitsplatte, weil die ist ja relativ, manchmal ein bisschen läuft was aus beim Zubereiten oder was weiß ich. Und dann kannst du dir das hier so schön schräg machen, kannst du nach vorne neigen. Aber ich habe den meistens dann in etwa so, dass wenn du vorbeigehst, dann siehst du halt das Wetter. Ich habe es ja so eingestellt bei meinem, dass man das Wetter sehen kann. Ja, und ich mache das mal so, dann könnt ihr vielleicht ein bisschen mehr sehen. Oder vielleicht doch noch wieder ein bisschen runter. Und ein bisschen. Ja, und dann habe ich bei mir halt normalerweise Wetter hier drauf und Fotos. Ah, jetzt kommt sie noch ein bisschen runter, die Kamera. So, ja doch. Weiter unten ist wohl doch besser. Und dann läuft auch immer durch, was ich bestellt habe. Das ist halt immer doof. Zu Weihnachten oder kurz vor Weihnachten muss ich immer dran denken, dass ich es in der Alexa-App ausschalte, dass man hier sieht, was ich bestellt habe und oder wann eine Bestellung kommt oder bestimmte Bestellungen kommen. Ja. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, das passt. Den können wir aber kurz nochmal abmachen. So. Hier sehen wir die Kamera. Die können wir dann mit so. Hier finde ich schön, hier sieht man, dass die Kamera zu ist. Und hier oben sieht man es dann auch mit diesem roten. Hier haben wir natürlich Plus und Minus für Lautstärke, Mikrofon ausschalten. Ja. Und dann würde ich sagen, dann machen wir den mal an. Und gucken, wie das Betriebssystem jetzt aussieht auf dem. Ob ich damit jetzt neuere Sachen machen kann. Oder andere Sachen machen kann. Nee, wir lassen das erstmal für das Unboxing sein. Dann machen wir ein Hardware-Video selber. Über die Hardware würde ich sagen. Weil viele sagen dann immer, für das Unboxing wäre das denn zu lang, weil viele wollen ja auch nur das Unboxing sehen. Ja, dann haben wir den jetzt angeboxt. In Dunkel. Ich finde das mit dem Stoff sieht ganz cool aus. Verarbeitet ist ja auch geil. Also da muss man echt sagen, Amazon-Geräte sind immer super verarbeitet. Könnten ein bisschen mehr Leistung haben, beziehungsweise mehr Speicher. Also beim Fire TV zum Beispiel, da fehlt mir halt ein bisschen mehr Speicher. Aber sonst sind die Produkte eigentlich immer sehr, sehr, sehr gut. Und werden Ewigkeiten mit Updates versorgt. Da können sich andere Hersteller wirklich eine Scheibe von abschneiden. Ich habe auf meinen erste Generation vor einem Monat noch ein Update gekriegt. Ich habe selbst auf dem Fire TV erste Generation, zweite Generation und dritte Generation noch regelmäßig Updates bekommen. Natürlich, die Benutzeroberfläche wurde beim ersten, zweiten und dritten Generation nicht mehr angepasst an die neue, weil die sind vom Speicher und von der Schnelligkeit nicht dafür ausgelegt. Aber ich habe da immer noch Updates bekommen. Oder beziehungsweise bekomme jetzt regelmäßig immer noch teilweise ab und zu mal ein Update darauf. Und da können sich andere Hersteller wirklich mal eine Scheibe von abschneiden. So, aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, für das Unboxing soll es soweit gewesen sein. Wir sehen uns gleich im Hardware-Video, wenn wir den mal anmelden und gucken, was er so kann. Und ob da was Neues ist und was mir so fällt. Und ja, vielleicht müssen wir ja noch einrichten. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.